Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem wichtigen Webinar über das neue chinesische Antispionagegesetz. Allein die Teilnehmerzahl zeigt uns, wie relevant dieses Gesetz ist. Wir haben 144 Teilnehmer, das ist also extrem hoch. Die Unternehmen, auch in der Klientel, sind relativ besorgt. Es kommt ständig auch zu Rückfragen, was das nun bedeutet, wie man damit umgeht. Und das werden wir heute mal bearbeiten. Ich vermute, wir brauchen sicher eine Stunde, eventuell etwas länger. Ich werde einführend mal die Tragweite des Gesetzes skizzieren. Wir müssen den geopolitischen Hintergrund, den Kontext solcher Gesetze berücksichtigen, um es richtig einordnen zu können. Die Kollegin Liu Liu wird anschließend tiefer, detaillierter in die rechtlichen Aspekte des Datenschutzes, der grenzüberschreitenden Datentransfers eingehen. Und dann gehe ich im dritten Teil noch einmal ein auf Strategien, Möglichkeiten. Es entsteht die ganz große Frage, wie können wir jetzt damit umgehen? Was machen wir mit diesem Gesetz? Und da kann man doch schon einiges sagen. Es ist nicht so, dass wir ohnmächtig sind und jetzt da gar nichts mehr machen können, ne? Für die neuen Teilnehmer. Wir haben 77 Teilnehmer aus dem LinkedIn-Bereich. Die kennen uns vielleicht noch nicht. Mein Name ist Hans-Joachim Fuchs. Ich bin der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens China Brand IP Consulting. Wir sind seit 20 Jahren auf dem Markt tätig. Schwerpunkte Intellectual Property und Datenschutzsicherheit, also IP und IT, das sich zum Teil auch überlappt. Die Projekte haben oft beide Komponenten. Neben mir ist die Kollegin Liu Liu, Juristin, die sich hier als Senior Consultant in der Projektleitung betätigt, solcher Projekte. Nochmal dieses einführende Foto. Was ist da passiert? Sie haben das ganz sicher in der Presse, in der internationalen Presse mitverfolgen können. Es gab in China mehrere Razzien, Untersuchungen, Beschlagnahmen von Laptops, von Geräten. Verhaftungen auch bei westlichen Unternehmen, das heißt wesentlich amerikanischen Unternehmen, die mit Informationsbeschaffung zu tun hatten und einem japanischen Pharmakonzern. Das ist das Bild von Cap Vision. Das ging sehr breit durch die chinesische Medienlandschaft, wie auch CCTV. Was ist da passiert? Cap Vision ist eben ein Beratungsunternehmen, das Informationen im Auftrag ausländischer Unternehmen in China besorgt, mit Sitz in China. Was haben die gemacht? Die haben nicht etwa irgendwelche militärischen Geheimnisse da recherchiert und weitergegeben, ins Ausland gegeben. Die haben Produktionskosten, Gewinnspannen, Gewinne, also betriebswirtschaftliche Daten, wettbewerbsrelevante Daten chinesischer Unternehmen erhoben mit meiner Meinung nach unlauteren Mitteln. Man hat eben chinesische Experten ja, gelockt, indem man ihnen Jobs versprochen hat. Ne? Also das sind Methoden, die auch hier bei uns im Westen zum ethischen Stirnrunzeln verführen. Das geht also, sowas ist, kann man nicht machen. Ne? Und diese Unternehmen in China haben eben da gearbeitet. Aber, und das ist ganz wichtig, es geht nicht um nationale Sicherheit. Es wurden da keine Staatsgeheimnisse, irgendwelche militärischen Aspekte und so weiter behandelt, sondern es geht ganz einfach um Wettbewerbsdaten. Sie haben das wahrscheinlich verfolgt in der Presse. Die internationale Businesspresse ist hochgekocht, dass eben China mit diesem neuen Antispionagegesetz westliche Unternehmen unter Generalverdacht stellt, alles, was da im Zusammenhang mit Nateninformationen zu tun hat, kommt gleich unter Spionageverdacht. Schöne Schlagzeile, die Luft wird dünner für Unternehmen, man geht gegen Firmen vor und so. Das ist also sehr spektakulär gewesen, was da in den Medien passiert. Hat sich zurzeit etwas beruhigt. Und das ist die Gretchenfrage, war das jetzt wieder mal so ein Knalleffekt in China, so ein Warnschuss und das legt sich jetzt alles und beruhigt sich? Oder ist dieses Gesetz, ist das nachhaltig? Verändert das unser China-Geschäft wirksam und nachhaltig, dauerhaft? Und meine Antwort, unsere Antwort ist ganz klar, ja, das hat eine dauerhafte Wirkung. Deswegen ist dieses Gesetz auch so wichtig. Ganz kurz die wichtigsten Inhalte.
Das alte Spionagegesetz von 2014 hat eben den Spionagebegriff fokussiert auf Staatsgeheimnisse durch die klassische alte Geheimdienstdenke. Das gilt jetzt nicht. Man hat es ausgeweitet auf die nationale Sicherheit und das ist wichtig, die chinesischen Interessen. Und in dem Zusammenhang geht es um sämtliche Dokumente, Dateien in allen Formen, USB-Stick, Papier, Mitschnitte und so weiter, die die nationale Sicherheit oder chinesische Interessen berühren. Das ist der ganz zentrale Punkt. Es verbietet also die Beschaffung und Weitergabe von allen möglichen Dokumenten, Gegenständen im Zusammenhang mit dieser Sicherheit und den Interessen. Das betrifft auch uns direkt. Wir sind recherchierend in China tätig, schon 20 Jahre lang jetzt, ne? Analysieren, besorgen Informationen im Auftrag westlicher Unternehmen. Da muss man jetzt gucken, was ist da jetzt noch möglich? Vieles ist nicht mehr möglich. Die Firmen sind natürlich deswegen nervös und unruhig, weil jetzt jede Informationsbeschaffung unter Generalverdacht fällt, zum Beispiel klassische Marktforschungstätigkeiten, Due Diligence für M&A oder Börsengänge. Also all das ist jetzt risikobehaftet. Und interessant auch für unser Tagesgeschäft hier, Cyberangriffe fallen unter das Gesetz. Das Antispionagegesetz sagt, wenn ein Unternehmen in China seine Systeme, seine IT-Systeme nicht abgesichert hat, Stichwort MLPS-Zertifizierung, dann können sie an Spionagetätigkeiten mitschuldig sein, wenn sie gehackt werden. Das ist klar, die Versicherung sagt ihnen, okay, der Einbrecher ist schuld, ist der Schuldige an einem Einbruch, aber sie haben eine Mitschuld, wenn sie das Fenster offen gelassen haben, das ist trivial. Und das ist jetzt in China der Fall. Das heißt, diese ganze MLPS-Zertifizierungsgeschichte, die gewinnt jetzt durch dieses Gesetz an Brisanz. Liu wird nachher stärker und tiefer auf diesen Punkt eingehen. Das Gesetz erweitert die Befugnisse für die lokalen Behörden, die ja das Gesetz, dieses nationale Gesetz umsetzen, sehr, sehr stark. Die Behörden können Ermittlungen durchführen, Razzien durchführen, Verhaftungen vornehmen, Büros schließen und Ausreiseverbote verhängen. All das ist passiert mit diesen wesentlich amerikanischen Unternehmen, Capvision, Demins Group, Bain. Eine ganze Menge Unternehmen waren betroffen. Die Bestrafung passiert im Rahmen eines doppelten Strafensystems. Bestraft wird die organisatorische Einheit, das Unternehmen, der Bereich mit einer Geldstrafe und einer Blacklistung im Corporate Social Credit System. Aber der Verantwortliche für diese ganze Wissens-, Informations-, Datenbeschaffung, Transfer haftet persönlich. Also wenn Sie damit zu tun haben, sind Sie im Risiko, persönlich zu haften mit Geldstrafe, mit Haft, Gefängnishaft und auch Blacklistung im Social Credit System. Also da bitte jetzt Vorsicht, Sie rutschen in die Haftung rein. Auch der für China zuständige deutsche Manager hier im Headquarter kann da reinrutschen. Und das macht jetzt einige Herren hier in Deutschland gerade nervös, ne? Die Formulierungen bleiben schwammig, das ist die Hauptkritik an diesem Gesetz so. Wir haben eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Was sind denn chinesische Interessen? Ja, alles kann chinesische Interessen betreffen. Es gibt also keine exakten, klaren Definitionen, ne? Die Auslegung des Gesetzes passiert durch die lokalen Regierungen. Das Gesetz ist ab 1. Juli, das ist der Samstag, glaube ich, jetzt gültig. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Nochmal in den Gesetzestext rein. Ich betone es immer wieder. Gleich im ersten Kapitel, der erste Artikel, betont neben der nationalen Sicherheit die Interessen, die chinesischen Interessen, die Interessen chinesischer Personen, Organisationen und der Öffentlichkeit. Und diese Interessenbetonung wiederholt sich immer wieder im Text. Also ganz markant diese Betonung der Interessen, darum geht es letzten Endes. Es geht nicht um irgendwelche nationalen Sicherheitsaspekte, das hat das National Security Law schon abgedeckt. Es geht um die Sicherheit.
Ich habe das mal so dargestellt. In den letzten Jahren haben sich die Gesetze deutlich verschärft. Wir sprechen heute von einer Securitization of Everything. China wirft ein Sicherheitsnetz über die gesamte Wirtschaft aus und dieses Netz ist engmaschig. Da gibt es keine Schlupflöcher mehr. 2015, das National Security Law war harmlos, sage ich mal. Es hat in unserer Klientel niemanden betroffen. Es ging durch die Presse und so, aber es ist ruhig geworden. Da war niemanden irgendwie, das hat niemanden tangiert. Das hatte keine Reichweite-Auswirkung, keine Anwendung auf unsere Klienten. Anders sah es aus bei der Netzwerksicherheit. Mit dem Cyber Security Law wurde das alles schon etwas unsicherer. Dieses Cyber Security Law erfährt jetzt durch das MLPS 2.0, durch die Zertifizierung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie brauchen dieses Zertifikat von der Polizei, dass ihre Systeme sicher sind. Reicht es eine deutlich höhere Auswirkung, eine Reichweite? Na, da gehen wir hoch in der Betroffenheit. Das Blaue, das Encryption Law 2020, ich würde es auch nicht überschätzen. Es betrifft einige Unternehmen. Verschlüsselung ist ein Thema, aber nicht das ganz große Thema. Wir haben auch da schon die Interessen mit drinne in diesem Gesetz. Paragraph 12 des Encryption Law verbietet den verschlüsselten Transfer von Daten, die die nationalen Interessen, die nationale Sicherheit betreffen. Also da haben wir das schon versteckt mit drinne. Das wird halt erst ganz groß betont. Das Export Control Law, die Sicherheit des Exports, Stichwort Dual-Use-Güter, war auch nicht so relevant. Wir hatten in den letzten 2 Jahren eigentlich wenige Anfragen. Das kommt jetzt aber. Jetzt registrieren wir Anfragen ganz klar, weil dieses Exportkontrollgesetz impliziert Daten und Know-how im Zusammenhang mit diesen Dual-Use-Produkten oder Dienstleistungen. Jetzt rücken die Daten oder die Know-how-Bestände solcher Produkte, Dienstleistungen in den Mittelpunkt, in den Blick der Behörden und mit dem neuen Sicherheitsgesetz, mit dem neuen Antispionagegesetz wird das relevanter einfach. Ne? Mit dem DSL, dem Data Security Law und dem People, Personal Information Protection Law, 2021er Gesetze, schießt das hoch. Die Bedrohungslage, das Risiko nimmt ganz gewaltig zu. Die Betroffenheit, die Reichweite dieser Gesetze wirken in den großen Teil der Unternehmen herein. Wir haben also kaum einen Mandanten, der da jetzt nicht betroffen ist. Da haben wir großen Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Und das würde ich jetzt salopp sagen, explodiert mit dem Counter-Espionage-Law, das Antispionagegesetz hier ganz rechts in lila Farben. Jetzt ist eigentlich alles unter Generalverdacht, weil eben es um die chinesischen, den Schutz chinesischer Interessen geht. Das heißt, dieses Gesetz ist eigentlich kein Antispionagegesetz. Es ist ein Interessenschutzgesetz. Und das macht dieses Gesetz so tricky und so schwierig. Welche Datenkategorien sind betroffen? Liu wird nachher dazu mehr sagen im Data Mapping nochmal. Es geht ganz stark um wirtschaftliche Daten, Links, Aktionärstrukturen, CVs von Aktionären, Eigentumsverhältnisse, Bilanzen, Zugehörigkeiten, die Netzwerke, gesetzliche Vertreter, Reputation und so weiter und so weiter. Stark natürlich der ganze Komplex des geistigen Eigentums. Das ist für uns eigentlich Standardrepertoire, mit diesen Daten zu arbeiten und so. Aber auch auf der rechten Seite um Know-how-relevante Daten. Das sind diese Know-how-Bestände, diese Trade Secrets, das sind Kostendaten. Da hatte ja eben CapVision recherchiert und solche Daten, wettbewerbsrelevante Daten erhoben, Rezepte, Formeln, Prozessdaten, Businesspläne. Also das, was wir unter Trade Secrets wesentlich zusammenfassen. Ne? Also welche Daten sind betroffen? Alle Daten, an deren Sicherung China ein Interesse hat. China möchte nicht, dass diese Daten das Land verlassen. Und das ist der Kontext dieses Gesetzes, unter anderem Datenschutzgesetze. Das müssen wir verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Es steckt nicht ein Decoupling dahinter. China entkuppelt sich mit diesem Gesetz nicht weiter vom Westen. Das Gesetz hat einen Decoupling-Effekt, aber das Decoupling ist nicht die eigentliche Zielsetzung. Die Zielsetzung ist, diese dynamische Entwicklung, diese Aufwärtsspirale dieser Entwicklung Chinas zu unterstützen im Sinne der Strategie der
Dual Circulation. Sie wissen, China hat in den letzten Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wesentlich mit den USA nach Trump im Bereich Sanktionen, Handelsblockaden und. Man hat gelernt, sich die Finger verbrannt, sage ich mal das ganz salopp, und hat sich im Sinne dieser Dual Circulation Strategie auf den Binnenmarkt konzentriert. Es geht jetzt darum, den Binnenmarkt zu stärken, die chinesische Industrie zu upgraden, hochzuziehen. Chinesische Unternehmen werden gefördert. Ausländer werden selektiert. Zitat eines Chinesen, der mir sagte, wir trennen jetzt die Spreu vom Weizen. Unternehmen, die bei uns nur Geld verdienen, aber nichts zur Entwicklung des Landes beitragen, vielleicht uns nur schaden, die wollen wir eigentlich nicht mehr haben. Wir wollen Ausländer haben, die hier Daten, Informationen, Wissen, Know-how reinbringen und uns bei der Entwicklung des Binnenmarktes unterstützen, wollen weiter hochkommen, Innovation stärken und unsere Wettbewerbsvorteile stärken, autonomer werden. Das ist der Kontext, der politische, wirtschaftliche Kontext dieses Gesetzes und dieser anderen Gesetze, die ja zusammenwirken. Ganz simples Beispiel aus der Praxis. Ein deutsches Pharmaunternehmen in China tätig, hat sehr viele Testdaten für neues Medikament, was da in der Planung ist, chinesischer Bürger. Kann jetzt aber im Zuge dieses Gesetzes diese Daten nicht mehr ohne weiteres in die Zentrale nach Deutschland senden. Die erhalten keine Genehmigung. Oder so, sie trauen sich nicht, sie sind zurückhaltend. Das heißt, der Start, die Markteinführung dieses neuen Medikamentes verzögert sich. Dadurch geraten chinesische Wettbewerber in einen Wettbewerbsvorteil. Sie können ihre Medikamente schneller auf den Markt bringen, zu Ungunsten des westlichen Wettbewerbers. Ne? Das ist ein ganz triviales Beispiel. Das heißt, China bremst, blockiert den Daten-, Informations- und Wissensabfluss aus China hinein, um eben die eigene Entwicklung zu unterstützen, will aber natürlich Daten, Informationen aus dem Westen weiterhin erhalten. Der Zufluss, der ist völlig offen, der ist erwünscht. Und das heißt aber auch, dass wir ein Risiko haben im Zuge dieser ganzen Kontrollen, Ermittlungen und so. Da sind einige Mandanten von uns sehr besorgt. China ist ein bisschen in einem Dilemma. Man braucht eben das Know-how, aber leidet unter Decoupling, Blockaden und Eingrenzungsstrategien. Das heißt, sie müssen bei solchen Kontrollen, bei behördlichen Aktivitäten, Daten, Informationen und Wissen offenlegen. Und da haben wir jetzt natürlich das Problem, ich formuliere es mal höflich, dass Know-how, Daten, Informationen unerwünscht abfließen. Wir haben einen unerwünschten Know-how-Transfer. Hat da formuliert, die andere Seite der Medaille ist chinesische Industriespionage. Also wir haben, die eine Seite ist der Schutz vor Spionage, die chinesische Spionageabwehr, aber die andere Seite der Medaille ist eben die Gegenspionage, der Abfluss von Informationen, von Daten. Und dabei haben natürlich die zentralen Behörden haben hier freie Hand. Also es gibt noch keine Umsetzungs-Guidelines. Die können es eigentlich mal machen, was sie wollen. Es gibt auch eine Gefahr, dass Behörden jetzt so einen vorauseilenden Gehorsam entwickeln, das ganze Pekinger Gesetz überinterpretieren und dann ist etwas zu hart vorgehen. Das, was wir so hören aus China, ist schon ziemlich ruppig, was da gerade passiert. Die Stimmung unter Westunternehmen, auch deutschen Unternehmen, ist zurzeit ziemlich unten. Ein ganz hohes Risiko haben sie natürlich, dass Know-how abfließt, oder sie gegen das Gesetz verstoßen, in diesen strategischen Schlüsselbereichen, Listen der Bereiche in Made in China 2025 oder Investitionsschwerpunkte sind nach wie vor gültig. Es wird wenig über Made in China 2025 gesprochen. Das Thema ist aus den Medien verschwunden. Es ist halt alt, für Journalisten nicht mehr so interessant, aber es ist nach wie vor 100%ig gültig. Es wird danach gearbeitet. China ist immer zuverlässig in der Umsetzung von Plänen. Also wenn Sie in diesen Bereichen tätig sind oder diese Bereiche berühren, haben Sie ein erhöhtes Risiko, dass Sie in das Spionagegesetz, in die Gültigkeit da reingeraten.
Die beiden anderen Listen sind eben die Tabellen der neuen Infrastruktur und China betont die Relevanz von Technologien mit Multiplikatoreffekt. Da ein Schwerpunkt ganz aktuell eben virtuelle Realität, da passiert sehr, sehr viel in China, was hier gar nicht groß wahrgenommen wird. Also da Vorsicht, wenn Sie da in diesen Bereichen arbeiten oder Berührung haben, da sind Sie unter Beobachtung. Lassen Sie uns mal die Zeit nehmen und einige mögliche Risiken durchgehen. Unwissentliche Erhebungen. Sie erheben Dateninformationen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit und merken aber gar nicht, dass Sie gegen das Spionagegesetz jetzt verstoßen. Es ist Ihnen nicht bewusst, keine böse Absicht. Das heißt, Sie brauchen immer eine Risikoanalyse jetzt. Sie müssen erstmal sich hinsetzen und sagen, okay, was machen wir eigentlich? Wie groß ist denn unser Risiko? Oder Sie stellen einen Experten ein, der bei einem chinesischen Unternehmen Zugang zu Schlüsseldaten, Schlüsselinformationen hatte und über spezielles Know-how verfügt. Das Gesetz sagt, Vorsicht, Sie können eine Mitverantwortung an Spionage haben, weil Sie ja diesen Experten einstellen. Sie können dort versuchen, chinesisches Know-how abzuziehen und ins Ausland zu transferieren. Das ist nicht im Interesse Chinas. In Kooperation oder in Ihrem Ökosystem geschieht Datenaustausch. Da passiert sehr viel hin und her an Daten. Sie können der Mitwirkung verdächtigt werden. Das ist immer das Problem des Ökosystems, auch am Corporate Social Credit System, mitgehangen, mitgefangen, ne? Nee, umgekehrt, mitgefangen, mitgehangen. In Ihrem Ökosystem agieren Partner nicht ganz gesetzeskonform, schon sind Sie mit drinne in der Verantwortung, jetzt ab jetzt mit diesem neuen Gesetz, ne? Ganz schwierig wird es beim Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, bei der Sorgfaltspflicht Deutschlands. Da prallen zwei Gesetze, Jurisdictions aufeinander. Deutschland sagt, sie müssen chinesische Lieferanten überprüfen auf die Einhaltung von Menschenrechten und so weiter. Das chinesische Gesetz verbietet das explizit. Da haben wir also einen richtig großen Konflikt. Ich gehe später nochmal drauf ein. Da brauchen wir aber nicht resignieren. Auch wir können da weiterarbeiten. Marktforschung hatte ich genannt, dass sie Informationen sammeln und das sind kritische Informationen dabei, die unter Spionageabwehrgesetz fallen. Aggressive Abwerbung, wenn Sie aggressiv um Leute werben, weil Sie jetzt gerade Leute brauchen, Experten brauchen, kann der Staat das als Spionagetätigkeit interpretieren. Sie fallen einfach auf, ne? Dann machen viele Unternehmen Background-Checks. Da gibt es so Dienstleister, ehemalige Polizisten und so, die so Untersuchungen durchführen mit Informanten in China. Das geht jetzt definitiv nicht mehr. Ich habe also von einem Experten gehört, dass immer mehr Informanten ja nicht mehr anbieten. Die geben auf, die sagen, das können wir nicht mehr machen, das ist mir zu riskant einfach, ne? Der Background-Check, der traditionelle, ist nicht mehr möglich. Wir können nur legal, offen, sauber arbeiten, indem wir die Einwilligung bestimmter Informationsgeber einholen. Sehr beliebt, auch bei uns in der Klientel, Cloud-Dienste. Großer Maschinenbauer sagt, wir gehen aus dem Risiko, wir geben alles in die Cloud und sind dann natürlich aus dem Risiko raus. Wir haben das Risiko übertragen. Ja, schön wär's, ne? Die Cloud-Dienste, zurzeit ein ganz großes Thema, auch in China, werden zurzeit sehr, sehr genau untersucht. Die sind nämlich nicht compliant. Wenn Sie so mal reingucken auf die Datenbank, auf die Seiten von Alibaba Cloud und Co., wie sie alle heißen, finden Sie jede Menge Zertifikat und alles und ist alles sicher und man ist auf der sicheren Seite. Wenn wir das genau untersuchen, wir gehen da mit exakten Fragen ran zur Cloud-Sicherheit, dann platzen diese Blasen auch sehr schnell. Wir merken, dass die Cloud-Anbieter, ja, ich will nicht unterstellen, dass die bluffen, aber vieles ist dann eben doch nicht sicher und dann sind sie in der Mitverantwortung. Wenn Sie einen Cloud-Dienstleister, einen internationalen beauftragen, der Lecks hatten, der nicht dem Gesetz entspricht, sind Sie in der Mitverantwortung, Ihr Kopf ist mit in der Schlinge. Interessanter Punkt, Produktspezifikation. Ein Unternehmen in China, Niederlassung in China, sendet die Produktspezifikation der chinesischen Kunden in die deutsche Zentrale zur Weiterarbeit, zur Bearbeitung, zur Herstellung einer sehr spezifischen Maschine.
Dann sagt das Spionageabwehrgesetz, ja, das geht nicht mehr. Diese Produktspezifikationen, noch dazu, wenn es im Hautalltech-Umfeld kommen, das sind sensible oder das sind wichtige Daten. Leo wird nachher das noch vertiefen. Wichtige Daten, die dürfen nicht rausgehen. Konsequenz wäre, dass dann der chinesische Staat sagt, dann bitte, dann muss die Fertigung aus Deutschland nach China verlegt werden, damit hier in China gefertigt wird und wir gar kein Spionagerisiko haben. Alles bleibt im Lande. In unserer Klientel haben wir Fernwartung mit der HoloLens zum Beispiel. Fernwartung, Headquarter ist in Europa, chinesische Maschinenanlagen laufen in öffentlichen Gebäuden, in Krankenhäusern, in großen Maschinenanlagen. Die Maschinendaten werden nach Europa übertragen, können sensibel, als wichtig angesehen werden, kann direkt als Spionage interpretiert werden. Das betrifft zum Beispiel digitalen Zwilling. Wir haben Unternehmen, die haben Maschinen in öffentlichen Anlagen, in Regierungsgebäuden in China laufen. Das ist heikel. Da müssen wir nochmal genau drüber nachdenken. Ne? Sehr viele Daten werden über soziale Medien jetzt aus China heraus exportiert. Die können hier in Deutschland, in Europa zu Profilen zusammengebaut werden. Und das ist natürlich nicht im Interesse der chinesischen Öffentlichkeit, der Bevölkerung. Exportkontrolle hatte ich schon erwähnt, dass eben da jetzt Know-how und Daten drin stecken. Und last not least, die Parteizellen, die gefürchteten, werden immer häufiger implementiert im Rahmen dieser sehr, sehr restriktiven Politik der KPCH. Ich höre da immer mehr von. Und wenn es nur eine Person ist, die da eben drauf guckt, diese Person kann natürlich Datenverkehr beobachten und auf fehlende Compliance hinweisen. Es gibt viele weitere Beispiele. Ich will nur mal darstellen, wie komplex, wie umfangreich das ganze Thema ist. Und das kann natürlich das globale Risk Exposure Ihres Unternehmens erhöhen. Es kann jetzt sein, durch diese drastische Zunahme, dieses Wachstum an Risiken in China, Sie gezwungen sind, im Risikobericht in der Zentrale des Konzerns, des Gesamtunternehmens, das zu berücksichtigen, das auszuweisen. Sonst könnten Sie hier in Deutschland mit den entsprechenden Gesetzen Probleme bekommen. Nochmal dieser Hinweis, ich betone das, weil es sehr aktuell ist, sehr akut, dieses Exportkontrolle. Wir haben diesen Punkt ja, diese Wiederausfuhr. Wir haben Projekte, da wird eingeführt, hier veredelt, verarbeitet und wieder ausgeführt. Das heißt, wir haben hier durch diese Veredelung erhält das Produkt kritische, wichtige Daten, Wissen fließt da ein und dann geht das wieder raus. Da sagt das Spionageabwehrgesetz, Vorsicht, Leute, das geht nicht mehr. Das beginnt jetzt also. Also diese fünf typischen Muster des Gesetzes müssen wir jetzt ein bisschen uns genauer angucken. Was können wir machen? Wir wollen jetzt schon mal in der Folge dann auch hinweisen auf Möglichkeiten. Wir können Open Source Intelligent, OSINT, benutzen. Ganz großes Schlagwort in der Informationswirtschaft und so. Es gibt viele Wege, legal an öffentlich zugängliche Informationsquellen zu nutzen. Wir arbeiten da mit chinesischen Tools. Das Beispiel hier ist ein Tools für die Recherche und Informationen über die Daten. Bekanntheit mit dem Zeitstempel, Notarisierung, also das ist ein Spezialtool. Diese Tools kosten auch ordentlich Geld, also sie sind nicht umsonst. Wir können ganz tief reingehen und in der Tiefe des Internets immer noch sehr, sehr viele Daten entdecken, die uns weiterbringen in unserer Arbeit. Ein kleines, sehr interessantes Beispiel hier ganz links oben, Geolokalisierung. Man hat festgestellt, Sportler tracken ganz gerne ihre Leistungsdaten über die Watch und geben die in Echtzeit ins Internet. Das ist so ein Sport unter Leistungssportler. Da hat man festgestellt, dass sehr viele Leistungssportler im Gelände über Geotracking ein Viereck bilden, ein Rechteck, größeren Ausmaß. Was ist das denn? Und vertiefende Analysen haben dann herausbekommen, das sind Soldaten, die um den Zaun außen eines
Militärgeländes einer bislang unbekannten Kaserne gejoggt sind und ihre Top-Leistungsdaten natürlich gleich über die Armbanduhr veröffentlicht haben. Und ja, gegnerische Dienste konnten dann ganz einfach gucken, guck mal, wir haben hier eine neue Lokalisierung, eine neue Militäreinheit, irgendwo bis jetzt unbekannt. So. Also da steckt ganz viele Information drin in nicht veröffentlichten Unternehmen, die wir völlig legal tracken können mit Spezialtools. Also diese Crawler, die so immer wieder auch beworben werden, die reichen nicht. Die kommen nicht in die Tiefe der chinesischen Daten. Eine Strategie, wie wir da weiterkommen, ist der Einsatz seriöser Dienstleister. Das ist unsere Strategie. Wir sind, China Bank ist außergewöhnlich seriös, zuverlässig. Wir arbeiten für Spitzenunternehmen in Deutschland, nur exzellente Marken. Und wir werden hier einen Teufel tun und irgendwie unsauber arbeiten. Das heißt, was wir machen, bei Informationsbeschaffungsaufträgen, wir bewerten erstmal das Risiko und lehnen dann auch ab, wenn wir sagen, das geht nicht, das ist zu heikel für euch und für uns, machen wir nicht. Wir verpflichten uns zur sauberen Arbeit im Rahmen eines Code of Conduct für Lieferanten, holen uns, und das ist ganz wichtig, das Einverständnis der Interviewpartner ein. Wir fragen, also wir identifizieren Partner, das geht, ist sehr aufwendig. So ein Projekt kann mal 3 Monate gehen. Die Honorare sind hoch, mittlerer fünfstelliger Bereich. Fahren dann dorthin. Wir sind sehr, sehr viel in China unterwegs mit hochqualifizierten Leuten, die wirklich sehr, sehr sauber arbeiten. Holen uns das Einverständnis ein von Experten. Das sind oft Industrieexperten und Professoren. Die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Wenn Sie da mal nachfragen wollen, da kann ich Ihnen auch mal eine Referenz geben. Also die sind auch zum Teil überraschend, was Sie in sauberen Experteninterviews erfahren, ist wirklich gut. Wenn es um kritische Themen geht, wie Intellectual Property, Markenproduktpiraterie, arbeiten wir immer grundsätzlich seit Jahren mit den Behörden zusammen. Also die Ermittlungen gegen Produktpiraten, Markenpiraten, die sind weiterhin in Ordnung. Da ist der Schulterschluss mit Behörden ganz selbstverständlich, ne? Also seriöse Dienstleister ansetzen. Sie müssen jetzt gucken, mit wem Sie arbeiten. Da gibt es sehr viele halbseidene Damen und Herren. Ich gehe mal weiter mit dem klassischen Risikomanagement, dass wir Risiken identifizieren müssen, bewerten und managen müssen. Wir können sie vermeiden, indem wir einfach sagen, okay, wir verzichten auf die Erhebung von Daten. Brauchen wir die überhaupt oder müssen wir die übertragen? Der Staat, die Behörden fragen Sie nach einer Begründung, wenn Sie zur Behörde gehen und Ihre Datenübertragung genehmigen lassen wollen, die Liu erzählt da gleich mehr, dann werden Sie gefragt, was ist denn der Grund? Und müssen Sie einen triftigen Grund angeben. Und wenn das nicht notwendig ist, dann würde ich es gleich von vorne weg streichen. Sie kriegen keine Genehmigung. Ne? Das heißt, Sie können auch die Übertragung reduzieren. Das ist ein typischer Punkt für die Vermeidung. Wir vermindern Daten. Risiken im Bereich der Datenerhebung und Übertragung, indem wir eben alles streng gesetzeskonform gestalten. Früher gab es immer wieder Schlupflöcher und da konnte man sich ein bisschen verstecken und so. So Fragen werden uns immer wieder auch heute noch gestellt, kann man da ein bisschen umgehen und so. Nein, kann man nicht mehr, das ist zu riskant geworden. Die Risikolage ist inzwischen auch geopolitisch bedingt so hoch, dass wir sagen, Leute, lasst die Finger weg von irgendwelchen Sachen, die nicht extrem abgesichert sind. Wir müssen jetzt compliant sein. Ne? Und das heißt, dass wir zur Verminderung von Risiken des Compliance Management anpassen auch. Wir überwälzen auf seriöse Dienstleister, die Daten jetzt sauber beschaffen und auf die Cloud, da eben Vorsicht, wir haben auch bei Clouds noch Risiken, die eben auch alle durch das Gesetz jetzt oder vom Gesetz überrascht wurden. Interessant, aber schwierig, nicht ganz einfach, ist die Kompensation von Risiken. Risikokompensation macht man, indem er ein Risiko, ein gegenläufiges Risiko, das im chinesischen Interesse liegt, die Beseitigung, die Reduktion liegt im chinesischen Interesse, gegenschaltet. Und dann kann sich so ein Risiko aufheben. Bringen wir Beispiele. Und last not least haben wir immer ein Restrisiko. Dann sind wir im Risiko. Und dieses Risiko tragen wir bewusst. Das Risiko gehen wir ein, da sind wir aber natürlich, müssen wir vorsichtig sein. Ne?
Ich übergebe an Liu, die so ein bisschen auch aus der Projektpraxis be berichten kann. Wir haben sehr viele Projekte, das machen die selbst, führen die selbst in China durch. Liu, wie geht ihr vor bei diesem Thema in China? Ja, vielen Dank. Super. Ja, ich erkläre Data Mapping. Also es ist sehr verständlich, dass viele Unternehmen oder fast alle ausländischen Unternehmen in China wollen nur gesetzeskonform die Geschäfte machen, wollen gar nichts zu tun mit der Spionage. Ja, aber erfahrungsgemäß haben viele Unternehmen keine guten Datenmanagement-System oder sehr schlechten, sehr chaotischen Datenmanagement-System und wissen sie gar nicht. Also sie haben unwissentlich irgendwelche sensible Daten gesammelt oder zugreifen haben. Und dann gibt es entsprechend Risiko von der Spionage, wie gerade Herr Dr. Fuß erklärt hat. So, in diesem Fall, was können Sie machen? Was sollen Sie machen? Wie können Sie das Risiko vermeiden oder verringern? Hier würde ich vorschlagen, Data Mapping durchzuführen. Data Mapping ist die Grundlage für die Compliance-Projekte, für Personal Information Protection Law und auch Data Security Law von China. Aber gleichzeitig kann Data Mapping Ergebnisse ein sehr guter Nachweis dafür, dass ihr und ihr Tochtergesellschaft gar nichts zu tun mit Spionage haben. Wieso? Bei Data Mapping sortieren wir nicht nur die Personendaten, die ihr Tochtergesellschaft zugreifen oder gesammelt haben, sondern wir auch sortieren die Nicht-Personendaten und identifizieren wir die wichtigen Daten oder nationalen Kerndaten, die sehr wichtig, sensibel für nationale Sicherheit oder öffentliche Interesse sind. Nach dem Data Mapping, wenn es herausgefunden wird, es gibt ihr Tochtergesellschaft gar keine wichtigen Daten haben. Natürlich, trotzdem, wenn die Kontrolle kommt, können sie besser nachweisen, dass ja, ihr Geschäft in China sehr sauber sind, gar nichts zu tun mit Spionage. Hier vielleicht haben Sie Fragen dann, was sind wichtige Daten und Kerndaten? Die Klassifizierung von Daten ist nach dem Grad der Auswirkungen auf die nationale Sicherheit, öffentliche Interesse oder die legitimen Rechte und Interessen von Einzelpersonen oder Organisationen, sobald die Daten zerstört, durchgeschickt oder illegal abgerufen oder verwendet werden. So, es gibt drei Klassifizierungen. Die erste ist allgemeine Daten. Ja, alle Unternehmen sind davon betroffen. Dann zweite ist wichtig Daten. Im Allgemeinen wichtig Daten sind keine Personendaten und die interne normale Management-Informationen oder nicht sensible Maschinendaten von ihrer Tochtergesellschaft sind auch keine wichtigen Daten. Aber wenn die Personendaten eines bestimmten Umfangs oder abgeleiteten Daten, die durch die Verarbeitung abgeleitete Personendaten entstanden sind, dann können solche Daten auch wichtige Daten darstellen. Ja, aber es ist sehr selten, kann man die Personendaten hier nicht zu viel berücksichtigen, sondern man die Nicht-Personendaten beachten soll. Gerade hat Herr Dr. Fuchs gesagt, die technischen Spezifikationen von Kunden könnte wichtige Daten darstellen sein und muss mit Erlaubnis dann können diese Daten nach Ausland geliefert werden. Hier möchte ich tiefer erklären. Die technische Spezifikation von Kunden ist sehr abhängig von welcher Typ der Kunden sind. Wenn Ihr Kunde in China nur eine private Unternehmen oder gar nicht sensible sind, dann ist
völlig okay, die technische Spezifikation nach ihr Headquarter zu übertragen. Aber wenn die Kunden einige CIO, eine kritische Information Organisationen sind oder sind sie einige großen staatliche Unternehmen sind, dann müssen sie hier vorsichtig sein. Aus der technischen Spezifikationen von der Kunden, vielleicht kann man irgendwelche sensible Informationen herausziehen. In diesem Fall könnte es gefährlich sein. Ja. Und dann für wichtige Daten, dann gibt es auch andere Beispiele, wie die Daten zu Exportkontrollgüter. Ja, wenn Ihr Produkt in China gar keine Exportkontrollgüter sind, dann ja, diese Daten haben auch nichts zu tun mit Ihnen. Und wichtige Daten sind, kann auch die unveröffentlichte Daten von der Regierung sein. Aber diese Daten kein relevant für Ihr Unternehmen sein, weil, wie gerade gesagt, Ihr Mitarbeiter vielleicht haben gar keine Kenntnisse und diese irgendwelche sensible Daten gesammelt, dann ja, ist es gefährlich. Für die Kerndaten, nationale Kerndaten, normalerweise sind sie die nationalen Geheimnisse. Aus unserer Erfahrung, diese Daten ist gar nichts zu tun mit ausländischen Unternehmen. Ja. Hier kommt das Risiko bei Metadaten und verschlüsselten Daten. Metadaten sind die Informationen über Daten wie Speicherort, Inhaltsbeschreibung, Datensatznummer und so. Generell sind die Metadaten nicht so sensibel, aber wenn diese Metadaten zum entsprechenden Menge erreicht könnte, kann man irgendwelche sensible Daten davon herausziehen, dann könnte das gefährlich sein. Gibt es ein sehr schönes Beispiel für dieses Risiko bei Metadaten? Die sind wirklich sehr, sehr heikel. Stellen Sie sich mal vor, Sie beobachten Ihre Kollegin Lisa Müller, wie sie ganz aufgeregt telefoniert im Büro. Sie würden ja sehr gerne wissen wollen, um was es da geht. Aber die Daten, das heißt der Inhalt des Telefonats, das Gespräch, die sind vertraulich. Auch Behörden kommen nicht ohne weiteres an Telefondaten, an Mitschnitte ran, an Abhören. Das geht nicht. Ne? Aber die Metadaten dieses Telefonats sind der Anrufer, Anrufzeit, vielleicht verwendete Anruftechnik, Handy, Festnetz und Angerufener. Wenn Sie diese Metadaten haben, diese Daten beschreiben das Telefonat. Den Anrufer kennen Sie, Lisa Müller, Sie kennen die Zeit, Sie kennen den Kanal. Und jetzt gehen Sie in der Mittagspause in das Büro und drücken mal auf die Wahlwiederholung und sehen die Nummer, die Ihre Kollegin angerufen hat. Und das ist eine Abtreibungsklinik. Hoppla! Das ist verräterisch, solche Metadaten. Dasselbe kann einem Niederlassungsleiter passieren, der bei einer Kontrolle in China mal ein hektisches Telefonat nervös führt, wird beobachtet von einem Polizisten und der geht dann rein in der Mittagspause, drückt auf die Wahlwiederholung und sieht, dass dieser Niederlassungsleiter einen Experten in einem chinesischen Staatsunternehmen angerufen hat, den er eigentlich gar nicht anrufen darf oder soll, weil er im Wettbewerb steht. Das ist natürlich hochverdächtig. Also Vorsicht mit Metadaten, die sind so gar nicht im Blick, aber die sind sehr, sehr heikel. Dasselbe bei verschlüsselten Daten. Encryption ist ein ganz heißes Thema. Wir hatten letztens eine Aussage von Mandanten, ja, wir verschlüsseln alles, wir haben gar keine Probleme, wir sind auf der sicheren Seite. Ja, Pustekuchen. Ne? Der hat sensible, kritische Daten verschlüsselt. Wenn Sie Daten verschlüsseln, die unter das Spionagegesetz fallen oder andere Sicherheitsgesetze, es ist strengstens verboten. Der Paragraph 12 des Encryption Law sieht vor, dass Daten, die nationale Sicherheit und national öffentliche chinesische Interessen betreffen, nicht verschlüsselt übertragen werden dürfen. Na? Also diese beiden Punkte, Metadaten und Verschlüsselung, die müssen wir uns genau angucken. Ja, ich mache weiter. Gerade möchte ich nur kurz ergänzen, bei unserem Data Mapping Projekt ist es sehr schwierig, Metadaten zu mappen, aber Sie können die Mitarbeiter schulen, um die entsprechenden Risiko zu vermeiden. Ja. Hier kommt weiter Datenfluss kartieren. Mit Data Mapping kartieren wir den Datenfluss
würden wir kartieren, welche Daten werden warum, wie und wo erhoben, gespeichert, bearbeitet, übermittelt, bereitgestellt oder und weitergegeben. Also dieser umfassende Datenfluss, Diagramm wird kartiert. Außerdem würden wir andere Fragen berücksichtigen, wie sind dabei branchenspezifische sensible wichtige Daten oder Kerndaten im Spiel und gibt es entsprechend die Anwilligung bei der Datenerhebung, wo der Speicherort ist, ist der Bedarf zum Datentransfer begründbar? Ja, und nach all diesen Fragen, nach wir die Antworten zu diese alle Fragen wissen, dann können wir eine detailliert Datenflussdiagramm erstellen. Mit dem kann man wissen, von woher kommt diese Daten, durch welche Weise werden sie übertragen und dann wo gespeichert und mit welcher Menge. Dann natürlich bei Data Mapping werden wir die grenzüberschreitenden Datenverkehrsszenario kartieren und identifizieren. Ja, es ist sehr, sehr sensibles Thema. Für ausländische Unternehmen, wenn sie einfach die Daten, die in China gesammelt oder erzeugt werden, einfach in China lokalisieren. Grundsätzlich gibt es kein Risiko von dem Antispionagegesetz. Aber es ist nicht einfach, das zu tun. Es ist nicht möglich für multinationale Unternehmen auf diese ganz beschränkte Verkehr aufzugeben. So, das heißt, müssen Sie bei diesem Szenario entsprechend vorsichtig sein. Zum Ersten müssen Sie kennenlernen, welche Szenario den ganz überschaubaren Datenverkehr darstellen. Hier gibt es drei typische Szenarien. Die Typ 1 ist einfach zu verstehen, wenn die chinesische Tochtergesellschaft die entsprechenden Daten an Headquarter im Ausland oder Kunden im Ausland, Behörde im Ausland durch E-Mails oder FTP oder SharePoint, OneDrive liefern, dann in diesem Fall ist eine grenzüberschreitende Datenverkehr oder sogenannten Datenexport nach chinesischer Sicht. Dann Typ 2 ist ein bisschen komplexer, aber auch einfach zu verstehen. Wenn Ihr Headquarter entsprechend einige IT-Systeme im Ausland betreiben, zum Beispiel CRM-System, ERP-System, die Datenbank und der Server sind auch im Europa oder also zum Beispiel, dann, wenn die chinesische Tochtergesellschaft laden die Daten auf dieses System hoch, dann diese Behandlung auch eine entsprechende Bereitstellung darstellen, sowie auch eine grenzüberschreitende Datenverkehr darstellen. Und Typ 3 ist, unter Typ 3 gibt es verschiedene Szenarios. Diese Fall ist, ihr chinesische Tochtergesellschaft betreibt einige IT-Systeme in China, Server und Datenbank in China. Und wenn die Mitarbeiter eine Dienstreise im Ausland macht und diese IT-Systeme zugreifen, in diesem Fall ist ein ganz bestimmter Datenverkehr. Wenn die IT-Dienstleister wartet diese Eistümer, also wenn die IT-Dienstleister im Ausland oder Headquarter im Ausland zugreifen oder warten diese IT-Systeme, natürlich sind sie auch ganz überschreitend Datenverkehr. Und es gibt noch ein bisschen umstritten Szenario, das heißt, die ausländischen Mitarbeiter in China zugreifen diese IT-Systeme könnte auch ein bisschen sensibel oder gefährlich sein. Aber in dem Kontext von Data Security Law oder Personal Information Protection Law ist es ein bisschen umstritten. Diese Behandlung kann eine ganz überschreitende Datenverkehr sein. Aber für Antispionagegesetz ist diese Behandlung sehr sensibel. Man muss immer vorsichtig sein, wenn die Daten aus China an Ausländer oder an ausländische Organisationen oder nach Ausland übertragen. Ja. Ja, wie gerade gesagt, es ist nicht möglich, die auf die ganz überschreitenden Datenverkehr aufzugeben, besonders für multinationale Unternehmen.
Dann in diesem Fall, was sollen Sie tun? Ich würde vorschlagen, wenn Sie diese Daten aus China, außerhalb Chinas übertragen müssen, dann exportieren Sie die Daten gesetzkonform. Nach dem Data Mapping können Sie wissen, ob Ihr Unternehmen ein CIO ist. CIO sind Critical Information Infrastructure Operator. Dieses Konzept ist ähnlich wie die Kritis von Deutschland. Und nach Data Mapping können Sie auch wissen, ob Sie wichtige Daten sammeln und ob Sie diese wichtigen Daten außerhalb Chinas übermitteln. Können Sie auch wissen, ob Ihre Tochter Gesellschaft in China eine verarbeitet, die Personendaten von mir aus 1 Million Menschen verarbeitet oder ein Datenverarbeiter, die seit dem 1. Januar des Vorjahres Personendaten von insgesamt mehr als 100.000 Personen oder sensible Personendaten von mehr als 10.000 Personen außerhalb Chinas übermittelt haben. Bezüglich dieser 4 Fragen, solange eine Antwort davon ist ja, brauchen Sie entsprechend die Sicherheitsbewertung. Müssen Sie zuerst die Sicherheitsbewertung von der Cyberspace Administration of China bestehen, dann können Sie diese Daten außerhalb Chinas übertragen. Die Maßnahmen zur Sicherheitsbewertung ist schon in Kraft getreten seit 1. November letztes Jahr. Die Nachbesserungsfrist ist auch abgelaufen. Jetzt viele Unternehmen haben schon diesen Antrag in China gestellt, aber es ist sehr, sehr schwierig, diese Bewertung zu bestehen. Aber wenn Ihr Tochtergesellschaft gar nichts zu tun mit der Sicherheitsbewertung, dann für den grenzüberschreitenden Transfer von Personendaten können Sie entsprechend entweder eine Sicherheitszertifizierung beantragen oder Standard Contractual Clauses mit dem Empfänger im Ausland unterzeichnen. Die Sicherheitszertifizierung zurzeit sind ihre Spielregeln noch nicht so klar. Man weiß, dass diese Zertifizierung kann für 3 Jahre gültig und mit der 3 Jahren kann ihre Tochtergesellschaft diese Daten exportieren ohne weitere Kontrolle von chinesischer Regierung. Aber man weiß noch nicht, welche Teststelle kann man den Antrag stellen? Wir warten noch weitere Klarheiten von der chinesischen Regierung. Zurzeit ist nur Standard Contractors anwendbar. Die Bestimmungen der Standard Vertragsklausel für den Export von Personendaten ist schon auch ab 1. Juni dieses Jahr in Kraft getreten. Die Nachbesserungsfrist ist bis zum Ende des November. So vor der Frist müssen Sie die Data Mapping fertig machen, müssen Sie die entsprechenden grenzüberschreitenden Datenverkehr-Szenario identifizieren und auch die wichtigen Daten identifizieren, dann die entsprechenden Compliance-Anforderungen erfüllen. Ja, für SEC würde ich mir enthalten ergänzen. Die Anforderungen von der SEC-Verfahren sind nicht so einfach wie gedacht. Es ist ein bisschen ähnlich wie das DSGVO, aber auch ganz verschieden. Wenn Sie den Standard-Vertrag mit, wenn Ihre Tochtergesellschaft den Standardvertrag mit dem Empfänger im Ausland unterzeichnet hat, muss sie diesen Vertrag sowie den Personal Information Security Impact Assessment Bericht bei der lokalen Behörde registrieren. Vor der Umzeichnung der Vertrag zuerst eine PCA, eine Personal Information Security Impact Assessment notwendig. Sie müssen begründen, warum die Daten übertragen werden müssen. Müssen Sie sehr detailliert
beschreiben, welche Technical Details es gibt, wie die Übertragungskapazitäten, IP-Adressen, Bandbreiten und so weiter und welche die Schutzmaßnahmen es gibt, ob diese Schutzmaßnahmen ausreichend sind und so weiter. Ja, müssen Sie die Vorlage des, müssen Sie die PCR-Bericht sowie den Vertrag bei der chinesischen Behörde vorliegen. Wenn die Behörde den Vertrag und den PC-Bericht von Ihnen erhalten, sie werden innerhalb einiger Zeit einen Pass oder No-Pass geben. Zurzeit ist, also die lokale Regierungen, sie haben manchmal sehr verschiedene Prüfungskriterien. Es ist noch nicht ganz so klar. Deswegen, das bedeutet, es kann sein, in der Praxis muss man viel Bemühungen dazu geben, um die Genehmigung für Standard Contractual Clauses zu erhalten. Hier ist die Personal Information Security Impact Assessment. Das ist eine Voraussetzung für den grenzüberschreitenden Datenverkehr, müssen Sie zuvor durchführen. Das ist diese PCA. Nach Data Mapping können wir feststellen, welche Szenarien brauchen Sie entsprechend PCA-Bericht. Dann identifizieren wir die Risiko, analysieren wir die Auswirkungen auf persönliche Rechte und Interessen, analysieren wir die Wirksamkeit von der Sicherheitsmaßnahmen, prüfen Sie, ob diese Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind und schauen wir, gibt es noch weitere ergänzende Maßnahmen zum Risikomanagement. Ja, diese PC-Bericht können wir natürlich Ihnen unterstützen. Man muss sehr gut argumentieren in der Praxis. Dieser PC-Bericht kann sehr dick sein, vielleicht 70 Seiten. Falls Sie viele Kapazitäten dafür haben, bitte zögern Sie sich nicht an uns zu wenden. Und hier kommt ein weiteres Thema für MAPS. Es ist ein MAPS-Zertifizierung Multi-Level Protection Scheme. Es ist eine Anforderung von der Cyber Security Law. Warum ist es noch ein Thema von heute? Wie gerade Herr Dr. Fuss gesagt, ja, es ist ein Grund. Hier möchte ich noch mal erwähnen, die ausländischen Unternehmen könnten sehr große Sorge von wegen des Antispionagegesetzes haben, aber vernünftig gesagt brauchen sie auch nicht so viele Sorgen dafür zu machen. Diese kann man so verstehen: Das Gesetz hat nur die Compliance-Anforderungen von anderen Gesetzen wie Cyber Security Law, Personal Information Protection Law und Data Security Law nochmal erwähnt. Solange Sie in China gesetzkonform die Geschäfte machen, grundsätzlich gibt es keine großen Risiko von der Antispionagegesetz. So, die Compliance-Anforderungen von Cyber Security Law müssen Sie erfüllen. Was bedeutet das? Das heißt, wenn Sie die IT-Systeme in China betreiben, müssen Sie entsprechend diese IT-Systeme klassifizieren, mit welchem Level sind geeignet. Dann kommen Sie nach Public Security Bureau, die IT-Systeme mit entsprechendem Level registrieren. Wenn das System aus Level 1 eingestuft wird, brauchen Sie keinen weiteren Schritt dafür. Level 1 bedeutet, die Daten auf der IT-System sind gar nicht sensible, sind also trotzdem, wenn die Daten durchgeschickt werden, gibt es keine großen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Ja, Level 1 brauchen Sie keine Sorge zu machen, aber ab Level 2 müssen Sie entsprechend diese Registrierung durchführen, dann die Audit durchführen. Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen Level 2 und Level 3. Mit Level 2 bedeutet, diese Daten darauf sind sensibel für Ihr eigenes Unternehmen, für
sind sie wichtig für Ansprechen einiger Einzelpersonen, aber diese Daten sind nicht so wichtig wie für die nationale Sicherheit. Wenn diese Level 2 Einstufung von der Public Security Bureau anerkannt wird, das bedeutet, dass diese Daten darauf sind gar nicht sensibel. Wir haben gar nichts zu tun mit der nationalen Sicherheit. Deswegen, um das Risiko vom Antispionagegesetz zu verringern, würden wir vorschlagen, das entsprechend MAPS durchzuführen. Ja, nicht nur zum Compliance von Cyber Security Law. Hier würde ich detailliert erklären, wie läuft diese Multi-Level Protection Scheme. Zuerst müssen wir den Umfang bestimmen. Es kann sein, dass Ihre Tochtergesellschaft in China viele Systeme haben, verwenden, betreiben, aber man muss zuerst bewerten und den Umfang bestimmen, für welche IT-Systeme ist MAPS notwendig und wenn ja, dann mit welchem Level ist geeignet. Dann machen wir eine Erstanschätzung. Nach der Erstanschätzung muss diese Ergebnisse durch die dritte Partei und selbstständige, also eine andere Experten draußen die Ergebnisse bewerten. Wenn sie finden, also Level 2 sind geeignet, dann können wir diese Ergebnisse bei der Behörde vorlegen. Die Behörde wird nochmal diese Ergebnisse überprüfen, ob das geeignet sind oder nicht. Wenn ja, dann wird die Behörde das Zertifikat für Registrierung ausstellen. Aber die Ausstellung des Zertifikats bedeutet nicht, dass MAPS schon fertig ist. Danach müssen Sie noch Audit durchführen, müssen Sie finden, welche Sicherheitslücken bei Ihrem System es gibt. Und wenn es High Risk oder Middle Risk es gibt, müssen Sie noch entsprechend die Nachbesserungen und Maßnahmen durchführen. Dann müssen Sie die Re-Audit durchführen. Nach dem Beständen des Re-Audits können Sie entsprechend eine finale Zertifizierung vom Multi-Level Protection Scheme erhalten. So, ich übergebe den Mikrofon meinem Kollegen Herr Dr. Fuchs. Vielen Dank, meine liebe Liu. Wir machen mal weiter noch. Also Sie merken, es wird heute etwas länger, ist aber sehr wichtig. Die meisten Teilnehmer sind auch noch dabei. Sie haben vermutlich in China ein Compliance-Management-System mehr oder weniger ausgebaut. Das empfehlen wir jetzt anzupassen, an die neuen Gesetze anzupassen. Wir müssen da das Antispionagegesetz mit berücksichtigen, Meldesysteme einführen. Das ist also jetzt angesagt. Dazu machen wir eigentlich auch einen Aktionsplan. Ja, jetzt geht's weiter. Wir empfehlen, einen Compliance-Aktionsplan zu erstellen, Maßnahmen einzubauen. Das fordert einfach die Regierung, dass sie jetzt vorzeigen, dass sie dabei sind, dieses Gesetz umzusetzen im Unternehmen. In den Verträgen unbedingt die Klauseln einfügen, Haftungsklauseln, CEL-Klauseln reinmachen. Wir in jedem Vertrag, jetzt in jedem NDA kommt eine Klausel rein, dass diese Gesetze berücksichtigt werden. Meldeverfahren, Eskalationsstufen implementieren, die Leute schulen. Das ist sehr mühsam. Es wird immer wieder gestöhnt, dass eben diese Compliance-Schulung in China jetzt sehr aufwendig ist. Eine 24/7 Anlaufstelle einrichten und so weiter. Also gucken, dass sie jetzt konform sind mit dem Gesetz. Wir hatten schon angesprochen, diese Risikoüberwälzung auf internationalen Cloud-Anbieter. Da, wie gesagt, Vorsicht, da ist vieles im Argen. Checken, diese Anbieter checken. Wir arbeiten hier mit solchen Checklisten und gucken uns die ganz genau an. Sie finden immer wieder Lücken, dass die eben so gut wie alle nicht gesetzeskonform sind, durch dieses verschärfte Gesetz jetzt einfach. Ne? Risikokompensation, das ist schwierig. Sie müssen ein gegenläufiges Risiko finden. Der chinesische Staat sagt, wir haben ein Risiko des Datenexports, wir erlauben euch den nicht. Dann sagen Sie, wenn wir diese Daten nicht
exportieren dürfen, können wir unsere chinesischen Kunden, die wir ja bedienen, nicht mehr angemessen beliefern. Wir können die Lieferanten nicht mehr angemessen einsetzen oder unsere Mitarbeiter nicht bezahlen. Das ist nicht im Interesse des chinesischen Staates. Das ist ein gegenläufiges Risiko. Die kompensieren sich. Die heben sich dann auf. Es kann dann sein, dass im Prüfungsprozess der Staat sagt, okay, richtig, dann lassen wir eure Daten mal raus. Das ist auch in unserem Interesse oder dieses Interesse wiegt schwerer als unser Sicherheitsinteresse. Und Hinweis am Rande, wir haben eine neue Politik in China des Gemeinwohls. Da können Sie sich immer darauf berufen, dass Sie sagen, okay, wenn ihr uns da blockiert, dann arbeitet ihr gegen diese Politik des Gemeinwohls. Ich komme jetzt zum Schluss, die letzten Charts. Wir gehen jetzt ins Risiko. Das ist eben das Restrisiko, das wir tragen. Wir können nachdenken über eine Segmentierung von Datenströmen, dass sie ihre Daten, ihre zu exportierenden Daten aufteilen. Eine typische Strategie in der Informationswissenschaft, dass sie sagen, okay, ein Teil über Partner, ein Teil über die Niederlassung und ein Teil über einen Datenverarbeiter. Das sind alte Strategien der Geheimdienste auch, etwas aufzuteilen, Kuriere aufzuteilen in A und B und C, redundant zu arbeiten. Dann müssen wir gucken, ob wir sowas machen können, gesetzlich konform, dass wir legal bleiben. Ne? Deswegen sage ich hier prüfen. Ist sowas möglich? Wir können prüfen, ob wir ein Drittland nutzen können. Singapur ist ein sehr beliebter Data Hub, sehr China-nah, China-freundlich. Der Datentransfer von China nach Singapur ist nicht so stark kontrolliert wie der nach Europa in USA. Singapur ist immer so ein bisschen halbwestlich. Ne? Können wir diesen Hub beim Datentransfer anwenden, einsetzen? Das ist ein Beispiel aus der virtuellen Realität mit einem virtuellen Zwilling, dass wir eben in China die Zentrale haben. Die fällt unter das DSGVO. In China haben wir die Maschine, dort eben das CSL, DSL People und jetzt das Counter-Espionage Law müssen wir berücksichtigen. Und in Singapur das sehr laxe Personal Data Protection Act. Also da können sich Möglichkeiten auftun, sowohl in den persönlichen Daten, Steuerungsdaten für Avatare, Kommunikationsdaten sind persönliche Daten. Die fallen unter das People aus China raus und dann haben wir die Maschinendaten bei virtuellen Zwillingen und gucken, ob man die da über Singapur leiten können. Das können wir prüfen. Ich sage nicht, dass das eine Option ist. Wir müssen das im Einzelfall prüfen. Ist das zulässig? Ist das möglich? Letztes Chart, damit sind wir durch. Ganz aktuell bei uns, wir arbeiten mit IT-Partnern an der Fragestellung, können wir Data Mesh nutzen? Sie kennen Data Mesh vermutlich, da wird nichts mehr gespeichert und vorgehalten und bereitgestellt und dann exportiert. Beim Data Mesh fließen die Daten, wenn man einen permanenten Flow in Echtzeit zwischen verschiedenen Domains hin und her, Niederlassungen, die Latenz spielt da keine große Rolle. Wir haben minimale Latenzen im Datenverkehr im internationalen. Das kann über die Zentrale gesteuert sein, aber auch, dass die einzelnen Niederlassungen untereinander verbunden sind. Das ist so das aktuellste Thema, aber das beginnt jetzt erst. Da sind auch die IT-Dienstleister, die sowas dann bauen, sind dann noch sehr stark gefordert. Aber wir sind, das ist ein Thema für uns. Dahin geht die Reise. Weiterführend geht es in Richtung Know-how-Schutz in China. Wir haben diese Offenlegungspflicht bei Kontrollen. Unternehmen fragen uns, wie können wir unser Know-how jetzt schützen? Und das Thema internationaler Know-how-Schutz ist ein Standardthema. Da gibt es sehr, sehr viele Instrumente und Möglichkeiten, Strategien, Maßnahmen. Das machen wir im Herbst nach der Sommerpause, vielleicht September, Oktober, bringen wir dazu ein Webinar. Aber weiter geht die Reise in Richtung des internationalen Daten- und Informationsmanagements. Durch diese geopolitische Fragmentierung der Weltwirtschaft, diese Blockbildung China, Russland und Co., neuen Fernostblock gegen einen Westblock und arabischer Raum ist wieder separat, ne? Driften die Wirtschaftsräume etwas auseinander. Und wir müssen gucken, dass wir den Kontakt behalten, den Anschluss nicht verlieren, dass die nicht weggehen, auch die Niederlassungen nicht ganz abnabeln. Konnektivität ist das Stichwort. Ne? Und dazu brauchen wir internationales Daten- und Informationsmanagement. Das ist ein weitgehend
leeres Feld, ein weißes Blatt, da gibt es nichts, wurde früher mal vor 20 Jahren thematisiert, da passiert aber nicht viel. Das wird jetzt wieder wichtig, da geht die Reise hin. Dieses Jahr nicht mehr, vielleicht im Herbst, Winter, also wenn es die Zeit zulässt, beginnen wir mit dem Thema und im nächsten Jahr dann vielleicht weiter. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne, sprechen Sie mich an, dann können wir mit den IT-Dienstleistern vielleicht mal sich zusammensetzen. Gut, da sind wir durch, ne? Ja. Jawohl. Super, dann haben wir es geschafft. Deutlich überzogen, mein lieber Leo, das geht ja gar nicht. Gell? Überziehen. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit. Sie können das vertiefen dann in YouTube, in unserem YouTube-Channel. Stellen wir das ein in 2, 3 Tagen, übersetzen das in Englisch und Französisch auch für andere Niederlassungen. Und im Blog, der sehr aktuell ist, da bringen wir immer kurze, aktuelle Nachrichten über die gesetzliche Situation. Wir beobachten es ja täglich, wie sich das alles verändert und berichten dann sehr zeitnah. Einen schönen Tag noch und bis demnächst. Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao, ciao.